Ich gebe es zu. Wenn ich an China denke, habe ich schon ein bestimmtes Bild von dem Land und vor allem von der Regierung vor Augen. Und das ist nicht nur positiv. Diktatur, Unterdrückung, Zensur. Was soll ich sagen? Mein Bild von China ist einfach sehr von schlechten Nachrichten geprägt. Chinas Weg zur Weltherrschaft. Genozid in China. Millionen Uiguren und andere Minderheiten interniert und gefoltert. China spioniert auch immer mehr bei uns. Vielleicht geht's euch da ja ähnlich. Aber gleichzeitig leben da halt auch richtig, richtig viele Menschen in meinem Alter. Also voll viele Leute, die zum Beispiel Anfang 20 sind. Zur Gen Z in China zählen einfach mal über 200 Millionen Menschen. Die gehen zur Schule, zur Uni, arbeiten, hören Musik, feiern Klamottentrends und reden über... Kein Plan. Worüber eigentlich? In China ist es Nationalismus. Ich finde, es ist in China 就是更多一些吧. In der neuen Folge von Atlas reden wir über die Gen Z in China. Wie ticken junge Menschen, die in einer Diktatur aufwachsen? Die meisten der Generation Z würden sagen, die Regierung hindert sie nicht daran, ein glückliches Leben zu führen. Dafür haben wir mit Leuten vor Ort gesprochen und mit einem Deutschen, der heute ein Rapstar in China ist. Ich bin auch sehr bekannt für meine Diss-Tracks. Ich bin einer der wenigen, der sich traut, sehr bekannte Leute an den Pranger zu stellen. Wir sprechen über Gucci-Pullover mit Hasen drauf für 3000 Dollar. Und über die Frage, wie man als junger Mensch in einer Diktatur glücklich sein kann. Ich bin Tesnim Qadiri. Freut mich, dass ihr am Start seid. Bevor es losgeht, abonniert unbedingt unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Und ihr hört's vielleicht, ich bin heute Morgen heiser aufgewacht. Ich weiß nicht, was es ist, mir geht's super, aber ich klinge halt heute so. Sorry. Aber jetzt schnell nach China. Wir sind bei unserer Recherche nämlich auf echt viel für uns überraschenden Kram gestoßen. Ob das die Themen sind, die von der Gen Z diskutiert werden, die Klamottentrends oder ein deutscher Rapper, der auf Chinesisch rappt. Das ist Score aus Shenzhen. Naja, eigentlich kommt er aus Bremerhaven. Aber heute ist er ein Star in China. Ich bin damals bekannt geworden, weil ich einen russischen Ausländer hier gedisst habe, der auf dem chinesischen TikTok einfach den Chinesen richtig schön in den Arsch gekrochen ist. Also Leute, lasst uns darüber sprechen, welche Musik die Gen Z in China eigentlich hört. Das ist Dong Shuai. Sie arbeitet für ein Lifestyle-Magazin, das ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt wie die chinesische Vice. Und zwar auch von einem Deutschen, der Bock hatte, Chinesisch zu lernen und 2017 nach China ausgewandert ist. Also erstmal im chinesischen Rap 2013 gehört, da war das noch komplett Untergrund und komplett ungefiltert, deswegen habe ich das auch so gefeiert, denn da hat mich das erinnert an Deutschland um die 2000er Zeit, als Deutschland noch im Untergrund und ungefiltert war. Und diesen Stil hört man auch heute in seinen Texten. Score ist bekannt für seine Diss-Tracks. Viel Reichweite kriegt man mit der Art von Rap aber nicht. Der Mainstream in der chinesischen Rap-Szene tickt anders. Auch hier hat K-Pop aus Südkorea mittlerweile großen Einfluss. Das sieht man sehr gut in den Musikvideos von diesen chinesischen Bands. Das wirkt total wie K-Pop. Falls K-Pop euer Ding ist, checkt mal dieses Video von uns. Da zeigen wir, wie USB-Sticks mit K-Pop drauf von Süd- nach Nordkorea geschmuggelt werden. Score hat uns erzählt, wenn man in China im Rap-Game wirklich groß sein will, muss man ein Idol werden, wie es die K-Pop-Stars sind. Das bringt Reichweite, Werbedeals und verkauft Konzerttickets. Das große Cash eben. Auch weil in China Rap sehr schnell aus dem Untergrund geholt wurde durch Castingsendungen, ohne dass die Zuschauer selbst überhaupt wissen, was Rap und was Hip-Hop-Kultur ist. Score hat selbst mal an einer Castingshow teilgenommen. Sie heißt Rap for Youth. Rap for Youth ist eine Art Mischung aus DSDS und Big Brother. 40 Rapper und Rapperinnen leben zusammen in einem Rap-Haus. Die Jury besteht aus bekannten Rappern und Popstars und am Ende gibt es einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Eine Folge geht einfach mal 5 bis 6 Stunden.
Das alles ziehen sich die Kids auf der Videoplattform Bilibili rein. Übrigens, in China gibt es nicht die eine Videoplattform wie YouTube. Der Markt ist da ziemlich divers. Heißt, es gibt viele verschiedene Plattformen. Sie können Künstlern und Künstlerinnen in China nämlich auch Probleme bereiten. Denn im Gesetzestext ist klar festgelegt, was in den Medien veröffentlicht werden darf und was nicht. Jedes Video muss von den Plattformen geprüft werden. Wenn da was übersehen wird, hat das rechtliche Folgen für die Künstler und Künstlerinnen und die Plattform. Das macht Werbedeals umso wichtiger. Als Rapper ist es immer so ein Struggle, gerade wenn du Gangster-Rapper bist oder halt einer, der aneckt, so wie ich, ist es immer sehr schwer, Werbekunden zu finden. Wenn du aber so ein familienfreundlicher Rapper bist, der irgendwie beim chinesischen Frühlingsfest in der meistgesehenen Sendung des Jahres auftritt und so und in seinen Texten sagt, hier, wir Chinesen sind die Besten und so. Klar, dann bist du sehr werbefreundlich. Apropos Anecken, man kann in China nicht über alles Mucke machen. Politik, Gewalt und Drogen sind zum Beispiel tabu. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir kommt es so vor, als wären das, zumindest im Westen, wichtige Themen im Rap. Wenn man doch darüber rappt, darf das Video nicht veröffentlicht werden und wird gelöscht. Score hat uns erklärt, wie die Songs überprüft werden. Beim Upload müssen auch die Lyrics mit hochgeladen werden. Die werden dann von einer KI gecheckt. Um sich keinen Stress einzuhandeln, muss man als Künstler und Künstlerin kreativ werden. Es gibt eine Bewegung bei Chinesen, die härtere Texte macht. Das ist aber alles ein bisschen anders ausgedrückt. Also die versuchen viel mit Metaphern zu arbeiten. Ja? Zum Beispiel so Sachen wie du bist der Hase, ich bin der Wolf. Wenn man das auf Chinesisch hört, ist das schon sehr Gangster. Aber man wird natürlich nicht das finden wie in Amerika. So, yo, ich komme in einen Block und ich bringe dich um, ich schieße dich, ich zieh mein Messer. Das wirst du nicht hören. Chinesische Künstler und Künstlerinnen sind echt gut darin, die Einschränkungen mit ein paar Tricks zu umgehen und ihre Message trotzdem rüberzubringen. Zum Beispiel ersetzen sie kritische Worte beim Upload der Lyrics durch ähnlich klingende Worte, damit sie von der KI nicht erkannt werden. Auch Score macht das manchmal so. Ihr merkt, für Menschen, die in China Musik machen, gibt es klare gesetzliche Einschränkungen. Okay, aber bevor wir später zum Patriotismus der Gen Z kommen, das ist echt wichtig, lasst uns mal auf die Fashion Trends in China schauen. Also, was ist cool in China?一个对时尚的追求，就是他们会更看重自己穿什么。就我觉得比起上一代来说，在年轻一代，我觉得肯定是更注重消费主义的一代，就是比起上一代来说，我觉得年轻人他们有消费奢侈品的习惯。 Ja, Gucci, Prada, Louis Vuitton, die sind auch in China big. Es gibt da aber einen kleinen, aber feinen Unterschied. Die Gen Z in China hat gerne traditionelle Elemente in ihrem Fashion Game. Schaut euch den Pulli mal an. Lauter kleine Bunnies. Süß. Die haben aber nichts mit dem Playboy oder so zu tun. Hier geht's um chinesische Tierkreiszeichen. Das ist vergleichbar mit den Sternzeichen, die wir kennen. Und 2023 ist in China das Jahr des Hasen. Naja, und da Tierkreiszeichen ein großes Ding in der Gen Z sind, drucken jetzt auch Luxusmarken wie Gucci Hasen auf ihre Pullis. Kostet halt fast $3000. Well. Oder diese Balaclava von der japanischen Marke Ambush. Auch sauteuer. Aber die Gen Z in China feiert's. Ich meine, die Balaclava war einfach ausverkauft, bevor das Jahr des Hasen überhaupt angefangen hat. Natürlich können sich die meisten Leute in China so teuren Kram nicht leisten. Aber die chinesische Gen Z gibt vergleichsweise mehr Geld für Klamotten und Kram aus als Gleichaltrige in anderen Ländern. Es ist aber nicht so, dass die Gen Z nur auf ausländische Luxusmarken abfährt. Sie kaufen vor allem chinesische Marken. Dieser Trend heißt auf Chinesisch Guo Chao und bedeutet wörtlich übersetzt nationale Welle. Guo Chao, also China Chic, ist eine Art Imagewechsel für das, was viele von uns vielleicht mit Made in China verbinden. Hier mal ein Beispiel. Was Nike für den Rest der Welt ist, ist Anta für China. Also die Sportbrand überhaupt. Und falls ihr jetzt denkt, so ein No-Name-Ding aus China, nein Leute. Anta ist die drittgrößte Sportmarke der Welt.
nach Nike und Adidas. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking hat Anta die chinesische Freestyle-Skierin Eileen Gu eingekleidet und übrigens auch den chinesischen Partei- und Staatschef Xi Jinping. Eileen Gu hat damals Gold gewonnen und eine Gu-Mania ausgelöst. Anta wurde damit zu einem der Gewinner der Olympics. Seitdem wollen die Kids in China alle Anta. Nike und Adidas gefällt dieser Beitrag überhaupt gar nicht. Durch diesen ganzen Hype wurde der China-Chic nochmal beliebter. Und der kurbelt auch patriotische Gefühle der Gen Z an. Der China-Chic verbindet nämlich Tradition mit modernen Designs. Wie diese Armbanduhren. Die Liebe zur chinesischen Tradition führt zum Beispiel dazu, dass junge Menschen wieder den Hanfu tragen. Das ist ein traditionelles Outfit der Han-Chinesen aus dem 17. Jahrhundert. Ja, ihr merkt schon, Patriotismus, it's a thing bei Chinas Gen Z. Und natürlich wird darüber auch diskutiert. Aber das ist nicht das einzige Thema der chinesischen Gen Z, das ich persönlich nicht so erwartet hätte. In China gehen kaum junge Menschen fürs Klima auf die Straße. Für die Gen Z ist es einfach kein großes Thema. Und das, obwohl die Folgen der Klimakrise deutlich zu spüren sind. Okay, wait. Es gab schon mal eine Person, die sich für Klimaschutz in China stark gemacht hat. Howie Oh. Sie war Chinas einzige Fridays for Future-Aktivistin. Sie ist rausgegangen, um Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen. Das war krass mutig. Meine Eltern wurden von der Polizei angerufen und wir wurden verhört. Außerdem will meine Schule mich nicht wieder aufnehmen, wenn ich Klimaaktivistin bleibe. Mittlerweile lebt Howie in Großbritannien. Jede Art von Aktivismus ist in China riskant. Die Regierung will nicht, dass sich Menschen versammeln und demonstrieren. Denn das könnten ganz schön viele werden und dann wird's kritisch fürs Regime. So auch bei einem anderen Thema. Denn in einem Land, in dem Protestieren einfach ein absolutes No-Go ist, da findet Feminismus im Internet statt. Auf Social-Media-Websites wie Douban zum Beispiel. Dort gibt es feministische Foren mit bis zu 700.000 Mitgliedern. Sie diskutieren alle Aspekte des Lebens chinesischer Frauen. Häusliche Gewalt, das Leben als Singlefrau und die Probleme einer Gesellschaft, die Männer bevorzugt. Und zwar big time. Feministische Bloggerinnen sind sehr aktiv auf Social Media und haben viele Abos. Aber sie haben auch kein einfaches Los. Denn die kommunistische Partei und Feminismus, it's not a match. Seit Xi Jinping an der Macht ist, stärkt die Politik das traditionelle Familienbild. Heißt, Männer sollen arbeiten, Frauen kochen. Deswegen werden die Feministinnen im Internet zensiert und ihre Accounts teilweise gelöscht. Einige hinderte das nicht daran, auf die Straße zu gehen, um gegen den Sexismus im Land zu protestieren. So wie wir es bei dem MeToo-Skandal überhaupt in China gesehen haben. Zhou Xiaohuan klagte gegen einen bekannten Fernsehmoderator, der sie sexuell belästigt haben soll. Zhous Klage wurde vor Gericht zurückgewiesen, doch sie legte Berufung ein und motivierte damit viele Frauen öffentlich, über ihre Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt zu sprechen. Also, Frauen wehren sich im Internet gegen Sexismus. Was aber typisch China ist, sie können das nicht wirklich frei tun. Deshalb schreiben sie gleichzeitig, dass sie loyal gegenüber dem Regime und Xi Jinping sind, um keine Probleme zu bekommen. Was uns zum Thema Patriotismus zurückbringt. Aber woran liegt das? Wieso ist ausgerechnet die Gen Z besonders patriotisch? Es gibt schon eine Tendenz, dass die Gen Z auch hier im Land als eher patriotisch wahrgenommen wird. Es gibt so diesen Begriff, dass sie pink sind und das heißt eben, dass sie Unterstützer des hiesigen Regimes sind. China und Deutschland, andere Länder, ganz unterschiedliche Bedingungen. Aber hey, vergleicht das trotzdem mal mit euch. Wie würdet ihr euren Nationalstolz beschreiben? Schreibt es mal in die Kommis und Leute, bitte. Bekriegt euch da unten nicht. In China ist es jedenfalls so. Die Gen Z ist zur Zeit des wirtschaftlichen Aufstiegs aufgewachsen. Alles wurde größer, moderner, schneller. China wurde wohlhabender, mächtiger, wichtiger. Für viele Menschen ging es in der Zeit bergauf.
Zieht euch das mal rein. Das Durchschnittseinkommen in China ist von $700 im Jahr 1996 auf über $12.500 im Jahr 2021 gestiegen. Das alles, während die Gen Z aufgewachsen ist. Schon nachvollziehbar, wenn dann gewisser Stolz entsteht. Das Regime nutzt diesen Nationalstolz und fördert die Ideologie mit Propagandareisen. Genannt Red Tourism. Das sind sowas wie Pilgerfahrten zu Städten der großen kommunistischen Revolution von Mao Zedong, dem Staatsgründer der Volksrepublik. Die Leute sind während der Touren wie die kommunistischen Kämpfer angezogen und essen dabei auch das gleiche wie vor 90 Jahren. Unter jungen Leuten boomt Red Tourism extrem. 2021 waren 40% der Teilnehmer und Teilnehmerinnen zwischen 21 und 30 Jahren alt. Sie feiern diesen fast spirituellen Revolutionsvibe. Für mich klingt es alles, als wäre die Gen Z so ein bisschen hin und her gerissen. Zwischen Moderne und Tradition. Zwischen Anpassung und Rebellion. Bei den Protesten gegen die Corona-Politik im November 2022 waren zum Beispiel sehr viele junge Menschen auf den Straßen. Insgesamt ist es so, dass die Gen Z weniger politisch ist als vorherige Generationen, weil sie eben durch das hiesige Internet und durch die hiesige Zensur extrem abgeschottet wird von allen politischen Debatten oder von Informationen. Als Xi Jinping 2013 an die Macht kam, wurde die staatliche Zensur deutlich verschärft. Die Gen Z ist abgeschotteter aufgewachsen als noch die Millennials. Ein Großteil hat noch nie was von Google, YouTube und Co. gehört. In China sind die nämlich gesperrt. Kaum vorstellbar, oder? Klar, dass man das Regime, in dem man lebt, wenig hinterfragt, wenn man im Internet keine unzensierten Infos zur eigenen Regierung findet. Jede Art von politischer Teilhabe wird unterbunden, weil sie eine Gefahr für das Regime ist. Das fängt schon richtig früh an. Sowas wie Klassensprecher oder Klassensprecherinnen gibt's in China nicht, Leute. Sie kennen es nicht, dass es etwas einen Wert hat, sich zu organisieren und Einfluss zu nehmen. Darum ist das Gefühl von den meisten auch nicht ein negatives gegenüber der Regierung, weil sie sich nicht eingeschränkt fühlen. Die Diktatur und ihre Zensur hat also auch die Gen Z in China fest im Griff. Habibis, jetzt will ich aber von euch wissen. Hättet ihr gedacht, dass ein Großteil der chinesischen Gen Z gar nicht so unzufrieden mit dem politischen System ist? Und kanntet ihr chinesischen Rap schon? Schreibt's mir in die Kommentare und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Hier findet ihr unser Video zur krassen Bandenkriminalität in Schweden. Und in diesem Video vom Y-Kollektiv geht es darum, wie die chinesische Überseepolizei Regimekritikern und Kritikerinnen in Europa das Leben schwer macht. Ciao, bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich ein bisschen weniger heiser.